Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. Ja, es ist jetzt für euch jetzt 2 Tage her, dass ihr die Folge gesehen habt, wenn ihr aktuell schaut. Für mich ist das jetzt nach 10 Minuten Abreagieren. Nehme ich direkt wieder auf. Ich weiß nicht warum. Aber es muss ja weitergehen. So, und ich habe jetzt eine grobe Vorstellung, wie wir gehen müssen. Wir hätten auch da lang gehen können, theoretisch, aber auf jeden Fall müssen wir hier lang gehen. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da runter, runter und da lang gehen. Ein ziemlich weiter Weg. Ich gehe jetzt noch nicht mit dem Pferd, weil ich nicht weiß. Alt Azkaban. Da möchte ich jetzt eigentlich noch gar nicht rein. Und ich hoffe, wir kommen hier durch, ohne getötet zu werden. Die Frage ist, müssen wir da lang? Oder können wir auch da lang gehen? Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Auch wenn es interessant wäre, sich das mal anzugucken, aber wir werden da garantiert angegriffen. Feuerelementare. Geil. Phosphant ausgerüstet zu lassen ist schon mal sehr gut. Getroffen. Hey. Oh, kein Sehenschein ist groß genug, um diese Seele anzufangen. Sehr gut. Ich hab doch einen mächtigen Seelenstein dabei. Oh. Die sind schon voll gefüllt. Scheiße, was ist denn das für einer? Der will mich nicht hier durchlassen, oder? Der will mich nicht hier durchlassen. Was für ein Dragstock.
I. Das sieht ja wirklich aus wie ein Drache. Kreaturen auf mich lauern, ne? Und wir müssen weiter hier durch. Hier war noch mal irgendwo ein Feuerelement, oder? Wo ist das mit hier runtergefallen? Das da drüben. Und da hinten ist so ein Vieh. Da ein paar verbrannte Leichen. Toll, auch noch verfehlt. Hä, wie der erstmal wegrennt. Bleibt der dort hin? Viel einfacher kann ich es ja gar nicht haben. Hat er Angst vor Feuer oder was? Ah. Er lernt dazu. Exakt. Zockt er mich doch tatsächlich zu ihm hin. Hat er den? Lebensenergie. Warte mal, das ist ein Nashorn. Das greift mich eventuell nicht an, wenn ich nicht zu nah angehe. Vermute ich jetzt einfach mal. Hoffe ich mal. Spannung, Spannung.
hoffe einfach mal, dass die nicht aggressiv sind. Mondstein. Deswegen ist das wahrscheinlich eine Stufe mit Stufe 4 oder 5 markierte Quest. Stufe 4. Weil es so extrem schwer ist, hier hinzukommen. Wir haben noch einen extrem weiten Weg vor uns. Einen extrem weiten. Aber wir scheinen aus dem Gebiet raus zu sein. Wir sind zu weit gelatscht. Wir sind genau in die falsche Richtung gelaufen. Hi. Was ist mit euch passiert? Muss irgendwo anders hin abbiegen. Muss jetzt hier weiter geradeaus gehen. Irgendwie. Bisschen weiter. Ach, wir hätten doch da lang gehen müssen. Ein Feind, den ich nicht sehe, der mich aber auch nicht sieht. Vielleicht da oben auf der Mauer? Was ist das denn da? Das ist die Palme. Schon wieder ein Feind, der mich eventuell sieht. Nö. Die Pulvermine entdeckt. Da hinten war auf jeden Fall jemand, der sich schwört. Ist das der Typ da? Das ist der Typ da. Ein Marodeur. Schocknova mal einsetzen. Uiui. Haben wir den platt gemacht? Ich weiß nicht. Mann. Der hier von allen Seiten wie ein Nobel bedrängt. Und ich bin damit beschäftigt, hier die Leute auszunehmen.
Warum hat die ihre Waffe weggesteckt? Ist das so ein Extra für dieses Schocknova-Dings? Weiß ich nicht. Schocknova entfesselt eine Welle elektrischer Energie um euch herum, die Gegner ins Taumeln bringt und anschließend einen Blitz auf sie herabschwört. Das ist ja geil. Da waren hier Marodeure. Und die hier gehören die zu Wache der Pulvermine. Stumme Leitung. Kannst du die auch mal benutzen? Da ist meine Ausdauer zwar geschwächt, aber... Lass mich doch das Essen mitnehmen. Kann ich aber nicht. Schade. Ich bleib trotzdem mal im Schleichgang. Man weiß ja nie, ob hier noch irgendwer ist. Da steht eine. Und ich dachte schon, das wird heute gar nichts mehr. Treffen halt auch nicht. Oh, fuck, man. Er hatte mich geschlagen. Niemand. Einfach dort hinten steht, wenn ich sie nicht treffe. Hast du dir die falschen Feinde ausgesucht, Mädel? Heißt das so? Vielleicht hast du das ja getan. Unschwert. Wildmagier Kapuze. Rüstung 18. Ist ja auch schon mal besser als die normale, die ich habe. Es kommen irgendwie ständig noch Feinde dazu, aber wo die immer herkommen. Wollte ich gar nicht. Falsche Taste. Ich glaube, wir müssen weitergehen. In diese Richtung. Kann das sein?
Ja, jetzt gehen wir richtig, dann müssen wir da lang gehen. Wir hätten einfach von Dalvarik hier lang gehen können, hätten uns einiges sparen können. Nein, wir mussten da lang gehen. Ja. Jetzt gegen zigtausend Viecher anlegen. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's auch von einer weiteren Folge von Let's Play Enderal. Wieder nur mit Kämpfen beschäftigt. Wir werden schon irgendwann ankommen, aber das wird eben noch ein bisschen dauern. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.